Kai von Kuten und war bei dem Projekt Art Director. Ich bin Rommel Mehta, ich durfte bei der Produktion das Behind the Scenes von Julina Thormann machen. Ich bin auch DOP und Creative Director, hatte den Blick von außen auf die Produktion und konnte sehen, wie einfach und perfekt mit den Objektiven von Xene gearbeitet werden konnte. Wir hatten Objektive zur Auswahl von 16mm bis 85mm und uns ist aufgefallen, dass diese Objektive bei Lowlight-Szenen sehr, sehr gut abgeliefert haben. Bei dieser Produktion haben wir mit der S1H gearbeitet und hatten so ganzheitlich verschiedenste Looks ausprobiert von 16, 24, 35, 50 und 85 mm. Haben wir ganz unterschiedliche Stimmungen auch kreieren können. Dabei ist es sogar möglich, mit den Objektiven bis 8K aufzuzeichnen. Die S1H hat uns halt von Lumix 6K geboten und erreichen da schon echt ein super geiles Bild im High-End-Filmmaking-Bereich. Mein Lieblingsobjektiv war das 35mm Objektiv und zwar, es hat mir am meisten gefallen, da das einfach das Gesicht am schönsten dargestellt hat. Bei der Produktion haben wir Julina immer von gleicher Entfernung mit unterschiedlichen Objektiven abgelichtet, um einfach mal darzustellen, wie verhält sich das Bokeh, wie viel Range habe ich tatsächlich drauf von 16 bis 85mm. Mein persönlicher Favorite ist ganz klar das 16mm, weil es insbesondere bei einem 21:9 Verhältnis richtig cinematisch kommt. Für Gesichtsaufnahmen stimme ich high auf jeden Fall zu. 35mm ist ein unglaublich toller Look für Porträts und auch nach wie vor, um diesen super 35mm Look irgendwie nahe zu kommen. An dieser Stelle möchte ich mich persönlich als auch im Namen von Kuten nochmal für diese Kooperation bedanken. Das Danke geht an dieser Stelle an Xene und auch an Holden aus UK und ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft weitere Produkttests für euch durchführen werden.